Hallo zusammen und herzlich willkommen beim weiteren meiner Videos. Im heutigen Video soll es um Azure Virtual Desktop, AVD gehen, ehemals WVD, ehemals Windows Virtual Desktop. Das Ganze wurde ja vor 2-3 Monaten umbenannt, neuer Name, aber im Prinzip selbe Technologie. Was ist Azure Virtual Desktop? In kurzen Worten gesagt, handelt es sich hier um eine VDI-Lösung, also Virtual Desktop Infrastructure, die komplett aus der Cloud geliefert wird, bei der ich im Prinzip gar keine On-Premise-Komponenten brauche. Ich kann aber durchaus On-Premise-Komponenten andocken, wenn ich das möchte. Komme ich gleich im Detail nochmal drauf zu sprechen. Und bei der mir ein größten Teil des Managements von der Plattform abgenommen wird. Das heißt, handelt sich hier im Prinzip um eine Mischung aus IaaS und PaaS. Wir haben weiterhin VMs, die werden wir gleich sehen. Die werden wir auch brauchen. Aber wir werden uns einige VMs sparen können und das wird dann eben durch Plattformdienste im Prinzip ersetzt. Um das mal Ganze mal ein bisschen zu vergleichen, ist das ja eine Alternative zum Remote Desktop Session Host bzw. zu einem Terminal Server Aufbau mittels Remote Desktop Session Host. Der würde üblicherweise so hier aussehen. Da hätte man normalerweise, wenn man das jetzt in Azure abbildet, ne, hätten wir normalerweise mehrere VMs als Remote Desktop Session Hosts. Wir hätten wahrscheinlich ein Active Directory, an die wir diese Session Hosts anbinden. Wir hätten wahrscheinlich einen Remote Desktop Connection Broker. Wir hätten wahrscheinlich einen Licensing Server. Wir hätten wahrscheinlich einen Gateway Server und wir hätten wahrscheinlich einen RD Web Server. Also für die Veröffentlichung als HTTPS Anwendungen. Das Ganze irgendwie noch hinter einem Load Balancer und dann eben nach außen veröffentlicht. Das heißt, ich habe hier verschiedenste Punkte, die das Ganze kompliziert machen. Ich muss erstens sehr viele VMs verwalten und pflegen und mich um diese kümmern. Ich muss Lizenzen beschaffen. Ich habe hier einen öffentlichen Zugang von außen, wo mein Netz also geöffnet wird. Also diverse Punkte, die das Ganze kompliziert bzw. auch nicht ganz so ideal machen. Ja, wenn wir jetzt eben von dem AVD ausgehen, können wir uns den ganzen oberen Teil inklusive des Load Balancers, das wollte ich jetzt hier nur nicht mit wegstreichen, das können wir uns eigentlich alles sparen, brauchen wir alles nicht mehr. Was wir weiterhin brauchen werden, da kommen wir nicht drum rum, sind die eigentlichen Terminal Server, also diese Remote Desktop Session Hosts. Und wir werden wahrscheinlich, wenn wir mit externen Quellen arbeiten wollen, auch vielleicht irgendwie einen File-Server oder irgendwie einen Applikations-Server oder irgendwas brauchen, weil der Terminal Server ja selten für sich alleine verwendet wird, der arbeitet ja im Regelfall mit irgendwelchen dahinterstehenden Servern. Und wir werden ziemlich sicher ein klassisches AD brauchen, wobei das muss nicht zwingend in Azure stehen. Das könnte auch On-Prem stehen, aber ich empfehle hier auch immer wenigstens einen Cloud-basierten Domain-Controller zu haben. Ich zeige euch jetzt gleich ganz kurz mal die Prinzipskizze von Microsoft zur AVD. Bitte nicht erschrecken, die ist aus meiner Sicht unnötig kompliziert und lässt auch das Ding sehr kompliziert erscheinen. Wir werden dann gleich eine Demo sehen, es ist am Ende viel einfacher. Das ist die offizielle Abbildung von Microsoft zu AVD. Wenn wir aber hier mal genau hingucken, sind hier unglaublich viele Komponenten optional, beziehungsweise haben mit der AVD eigentlich gar nichts zu tun. Ja, hier haben wir ein VPN mit drin oder eine Express Route. Hier haben wir eine NVA drin, also eine Firewall-Lösung. Hier haben wir eben unser AD. Hier haben wir irgendwelche Endpunkte. Also hier sind ganz viele Komponenten drin, die mit der AVD eigentlich gar nichts zu tun haben. Die eigentliche AVD besteht am Ende des Tages aus diesen VMs, wie gesagt, also aus den Desktops oder beziehungsweise aus dem Hostpool. Wir haben eventuell hinten angebunden irgendwelche File-Services, wo wir eben dann Daten ablegen und das Ganze eben dann hier vorne immer dieses Windows Virtual Desktop Control Plane, was alles bereitstellt, was wir eben so brauchen, ne? Web Access, Gateway, Broker und so weiter und so fort. Das Ganze dann auch noch über Azure AD abgesichert. Und das ist auch gleich ein ganz wesentlicher Punkt. Für den Zugriff auf die AVD muss ich mich an zwei Stellen authentifizieren können, nämlich einmal am Azure AD und einmal gegen die VM selbst. Idealerweise mache ich das einfach, indem ich ein domainbasiertes Konto habe, das in Azure AD gesynkt wird und in der AVD berechtigt ist, sodass ich mich dann an der Maschine und an Azure AD mit demselben Konto anmelden kann. Wenn ich versuche, mich an der Maschine oder an AVD mit einem Konto anzumelden, das es auf der Maschine nicht gibt oder was die Maschine nicht kennt, kriege ich eine wilde Fehlermeldung, die dummerweise nicht ganz der Wahrheit entspricht. Also die Fehlermeldung lässt den Fehler nicht vermuten. Dazu habe ich schon mal einen Blogartikel geschrieben. Ich verlinke euch den in der Beschreibung und in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf den Fehler stoßen solltet, dann liegt es einfach daran, dass ihr mit einem Konto euch zwar erfolgreich gegen Azure AD authentifizieren konntet, das aber dann an der Maschine keine erfolgreiche Authentifizierung durchführen kann. So viel mal vorher zur grauen Theorie. Ich will das Ganze natürlich jetzt auch wieder praktisch zeigen und dazu springen wir mal rüber ins Azure-Portal.
So, wenn wir jetzt eine AVD-Umgebung bauen wollen, dann können wir hier nicht einfach auf das Plus-Symbol und dann Azure Virtual Desktop eingeben. Ich weiß gar nicht, ob er da überhaupt was dazu findet. Ich vermute mal, er wird dazu einzelne Komponenten finden. Nee, noch nicht mal so wirklich. Auf jeden Fall ist das nicht der günstige oder der richtige Weg. Na, also ihr seht, hier gibt es irgendwelche wilden Geschichten von irgendwelchen Drittanbietern, aber das ist alles nicht das, was wir haben wollen, sondern wir müssen hier oben über die Suchleiste gehen. Vorher jedoch lege ich mir für den Zweck eine neue Resource Group an, um das Ganze entsprechend zeigen zu können. Die nenne ich einfach nur RG AVD Demo. Legen wir uns in West Europe an. Und dann kann ich hier oben in der Suchleiste einfach Azure Virtual Desktop eingeben. Und dann lande ich hier in so einer eigenen Oberfläche dafür. Und da werde ich eben aufgefordert, create a host pool. Der Host Pool, das ist der Pool an Terminal-Servern, könnten wir sagen. Diese lege ich hier jetzt in die gerade eben angelegte Resource Group an. Ich nenne das Ding einfach nur Demo Pool 1. Wieder in West Europe. Wir können das Ganze hier mit einer Validation noch versehen. Da wird also vorher nochmal getestet, bevor deployed wird. Das überspringen wir jetzt an der Stelle. Was für ein Hostpool soll das sein? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das kennen wir im Prinzip auch schon vom Remote Desktop Session Host. Das können personalisierte Desktops sein. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat dann einen ihm zugeordneten Client, auf dem er immer wieder landet, den er sich auch eventuell anpassen kann, je nachdem, was die lokalen Rechte eben da so erlauben. Und er landet aber immer auf derselben Maschine. Oder es ist ein gepoolter Pool, wo also die Mitarbeiter einfach den nächst freien Client sozusagen bekommen, die dann alle gleich konfiguriert sein sollten. In dem Fall kann ich dann wählen, in welchem Algorithmus die Client-Verbindungen lastverteilt werden. Da gibt es die Möglichkeit Depth First oder Breadth First. Depth First heißt erst einen Host voll machen und danach mit dem nächsten weitermachen. Breadth First bedeutet möglichst alle Hosts gleichmäßig belasten. Da muss man ein bisschen abwägen. Wenn ich vorhabe, in Spitzenzeiten mit mehr Hosts zu arbeiten als in den schwachen Zeiten, dann ist Breadth First eventuell ungünstig, weil ich dann das dazu führt, dass ich ganz viele Hosts nur minimal ausgelastet habe und dann eigentlich keinen so wirklich runterfahren kann. Da ist dann Depth First sinnvoller. Wenn die Maschinen aber ohnehin 24/7 laufen, dann ist sicherlich Breadth First die bessere Variante, weil dann die Mitarbeiter einfach die bestmögliche Leistungsfähigkeit genießen können. Wie viele Sessions soll jeder User aufmachen dürfen. Machen wir einfach bis 2 zum Beispiel. Beziehungsweise nicht wie viele Sessions jeder User aufmachen soll, sondern wie viele Sessions pro Host maximal erlaubt sein sollen, so rum. Machen wir 2, also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise zwei Maschinen in den Pool gebe, kann ich maximal 4 Verbindungen zulassen. Das hängt ganz stark einfach von der Leistungsfähigkeit der Maschinen ab. Je leistungsstärker die nachher sind, desto mehr User dürfen wir da natürlich dann drauflassen. Zu Demo-Zwecke reicht mir hier 2 völlig. So, jetzt wollen wir natürlich VMs gleich mit anlegen. Das können wir auch später machen. Machen wir aber gleich in einem Rutsch. Die brauchen immer einen Namenpräfix. Demo Pool 1 Minus. Ne, halt, das Minus darf ich nicht benutzen. Er hängt ein Minus selbst hinten dran. Und die Key werden dann durchnummeriert. Machen wir vielleicht einfach so hier VM noch hinten dran. Und das ist schon wieder zu viel. Mist. Okay, machen wir es so. Wenn wir es nicht komplizierter machen, als es ist. So, West Europe. Wollen wir das Ganze in Availability Zones stellen? Ja oder nein? Das macht erst ab 2 Maschinen oder mehr natürlich Sinn. Wir können das auch in ein Availability Set legen. Dann müssen wir das allerdings vorher anlegen. Oder wir können sagen, wir wollen gar keine Infrastructure Redundancy. Je nachdem, was ich brauche. Aufpassen. Hier lege ich dir jetzt den gesamten Pool in eine Zone. Das macht nur Sinn, wenn ich dann auch einen zweiten Pool habe in der zweiten Zone. Sonst schieße ich mir eher ins Knie. Dann ist ein Availability Set sicherlich die sinnvollere Option. Was wollen wir für ein Image benutzen? Wir können jetzt das Image aus einem Storage laden, also wo ich selbst ein Image bereitgestellt habe, quasi ein Golden Image. Oder wir können es aus der Image Gallery holen. Dazu habe ich ja schon mal ein kurzes Video gemacht bezüglich Gallery allgemein. Und wie man selbst dort Images reinlegen kann. Natürlich können wir hier auch problemlos eines der Microsoft Images benutzen oder eben hier aus diesen, ja, weiß nicht, hunderten, tausenden Images, die hier so angeboten werden.
Was hier ganz nett ist, und das ist eine Besonderheit von AVD, und meines Wissens nach gibt es das auch nur in diesem Zusammenhang, ich kann hier Windows 10 Multi-Session benutzen. Das bedeutet, ich kriege hier, es gibt Windows 11 übrigens auch mittlerweile, das bedeutet, ich bekomme hier die Möglichkeit, auf einem klassischen Client-Betriebssystem einen Terminal-Server zu betreiben. Das heißt also, mehr als einen Nutzer gleichzeitig per RDP draufzulassen. Normalerweise wäre ja das Limit ein User, maximal zwei, wenn ich diese Admin-Session noch freischalte, aber eben nicht 10. Mit dieser Option kann ich das beliebig nach oben, was die technische Leistungsfähigkeit der Maschine halt hergibt, erweitern und kann dann eben zum Beispiel klassische Client-Applikationen, die vielleicht sogar auf einem Server gar nicht laufen würden, hier betreiben. Alternativ natürlich die Möglichkeit, einen Windows Server 2019 oder mittlerweile gibt es auch Windows Server 2022, den muss ich mir dann halt eben nur hier unten entsprechend aussuchen. Man kann das bei den Client-Applikationen sogar gleich mit kombinierten Office 365 bekommen, wenn man das möchte, wie man das halt jeweils braucht. Nehmen wir jetzt einfach mal diese Version hier. Dann braucht man eine VM-Größe. Hier muss man jetzt gut abwägen. Wenn die Umgebung dauerhaft belastet ist, ist man sicherlich mit einer D- oder mit einer F-Maschine gut bedient. Wenn die aber nur selten benutzt werden oder immer nur punktuell und aber 24/7 laufen, dann ist eine B hier sicherlich auch mindestens ein Versuch wert. Ja, wir hatten ja schon mal, da gibt es auch Videos von mir dazu, drüber gesprochen, B-Burstable-Maschinen, die sind nicht 24/7 in ihrer Leistungsfähigkeit verfügbar, aber dafür deutlich günstiger. So, wie viele VMs wollen wir haben? Ich nehme jetzt mal zwei Stück. Das soll bitte auf Standard-SSDs betrieben werden. Wir können auch natürlich Premium-SSDs oder HDDs nehmen, je nachdem, was wir brauchen. Boot Diagnostics lassen wir so, wie es standardmäßig auch ist mittlerweile. Das Ganze docke ich mir hier an mein RGDemos-VNet an. Dort habe ich bereits das Virtual Desktop Subnet drin liegen. Wenn das dort noch nicht existiert, muss ich es mir erst anlegen. Und da muss ich auch aufpassen, da gibt es harte Anforderungen an die Netzgröße. Ich meine, es muss ein 26er Netz sein. Will ich mich jetzt aber nicht zu sehr festlegen. Da lieber nochmal nachlesen. Wollen wir eine Network Security Group haben? Ja. Wollen wir Public Inbound Ports haben? Nein. Welche Authentifizierungsquelle sozusagen benutzt werden? AD oder AAD? Also wir können das Ding quasi auch AAD joinen. Das machen wir jetzt an der Stelle nicht. Ich nehme jetzt hier normales AD. Und da brauche ich natürlich jetzt einen Usernamen, mit dem ich mich an der Domäne anmelden kann und die Maschinen dann dort hinzufügen kann. Das ist die Domäne, die hier sozusagen on-premise bei mir läuft. Die läuft hier auch in der VM in Azure, aber es könnte genauso auch eine on-premise-Domäne sein. Man kann den Domainnamen hier auch gleich mit angeben, aber der ergibt sich ja im Prinzip aus dem UPN. So, für die VMs brauchen wir wieder einen lokalen Nutzernamen und ein Passwort. Und wenn wir wollen, könnten wir hier noch ARM-Templates hinterher schicken für weitere Konfigurationen. So, und dann schickt man das Deployment einfach. Ah, ne, halt, Blödsinn. Geht gleich weiter in den nächsten Workspace. Wollen wir eine Desktop-App hier gleich mit anlegen. Das tun wir hier an der Stelle. Immer noch keinen Workspace. Demo Workspace 1. Wie es damit zusammenhängt, das zeige ich dann gleich nochmal, wenn das Ganze angelegt wurde. Diagnostic Settings können wir mit aktivieren, da können wir Dinge wegschreiben. Log Analytics zum Beispiel ist immer ein ganz großes Thema. Ne? Das schicken wir da hin. Tagging, klar, kennen wir. Und dann das finale Deployment. Dauert einen Moment. Ich werde das Video hier an der Stelle dann wieder entsprechend beschleunigen. Nutzt die kleine Pause doch einfach und abonniert in der Zwischenzeit meinen Kanal. So, jetzt ist das Deployment hier entsprechend durchgelaufen und wir können in den Hostpool hineinspringen. Der Hostpool besteht also jetzt aus zwei VMs. Die sind auch soweit in Ordnung, beide available.
Man könnte die jetzt entsprechend runterfahren, dann würden die irgendwann nicht mehr available sein. Man könnte ja auch den Drain Mode vorher noch benutzen. Der Drain Mode sorgt dafür, dass er auf der Maschine keine weiteren Verbindungen mehr zulässt, um sie dann also bald möglichst abschalten zu können. Na, dann kann ich eben schauen, dass die Sessions langsam runtergehen. Gerade zu Verwartungseinsätzen macht es auch sicherlich Sinn. Weiterhin können wir hier diverse Einstellungen sehen, beziehungsweise diverse Eigenschaften. Und da sehen wir eben hier unten auch, es gibt jetzt eine Application Group. Ich habe das Ganze ja bereits als Desktop Application Group hier gleich automatisch mit angelegt bekommen. Ich könnte jetzt hier weitere Application Groups anlegen. Das heißt, die erste hier, da kriege ich einen vollen Desktop. Wenn ich mich mit der verbinde, kriege ich ganz klassisch ein Windows, in dem Fall Windows 11, Desktop präsentiert. Wir können aber auch eine Applikation anlegen, die auf der Maschine installiert wird, wo nur die einzelne Applikation gestreamt werden soll. Ich nehme jetzt mal einfach mal MS Paint. Das ist nicht die Gruppe. Und wir wählen hier auch die entsprechende Applikation aus. Wir können jetzt hier wählen, wo kommt die her. Da lädt er jetzt auch von den Maschinen tatsächlich den Inhalt vom Startmenü. Oder wir können auch in bestimmten File-Paths reingehen. Und dann nehmen wir jetzt hier einfach MS Paint, wenn ich es denn finde. Bin jetzt irgendwie gerade blind. Zeigt er mir hier gar nicht. Tatsächlich. Gut, dann nehmen wir jetzt eben nicht Paint, sondern dann nehmen wir eben jetzt an der Stelle was anderes. Zum Beispiel hier Notepad oder so. Müsste es doch einige Applikationen eigentlich geben. Oder WordPad wegen mir. Na, sag mal. Müsste man jetzt, wenn man jetzt Paint benutzen will, müsste man jetzt den Applikationspfad erst raussuchen. Würde aber natürlich auch gehen. Ändern wir den Namen hier fix noch um. Das ist also jetzt WordPad. So. Jetzt kann ich sagen, wer darf diese Applikation überhaupt benutzen? Und dann nehme ich habe einen Nutzer, der heißt On-Prem-Nutzer. Das ist ein Benutzer, der existiert eben On-Premise und wird nach Azure AD synchronisiert. Das ist, wie gesagt, wichtig. Der Nutzer muss in beiden Welten existieren. So, und jetzt kann ich sagen, soll das Ganze als Gruppe in einem Workspace registriert werden? Machen wir. Wir können die Diagnostic Settings auch hierfür wieder aktivieren. Schicken das Ganze wieder in einen Log Analytics Workspace rein. Gut, und Tagging überspringen wir an der Stelle. Wenn ich den anderen, die andere Application Group, also diese Desktop Application Group, die es ja schon gab, wenn ich die nutzen möchte, dann muss ich dort auch noch Nutzer drauf berechtigen. Wir springen da gerade eben mal schnell rein. Das ist ja jetzt die Desktop-Applikation, das steht auch hier oben noch mit dabei. Ne? Und da ist eben so, was momentan niemand zugewiesen ist. Das heißt, damit kann auch niemand diese Application Group eben benutzen. So, was können wir noch? Wir können hier MSIX-Packages hinzufügen, die wir installieren lassen wollen in den Servern des Pools. Wir können weitere Hosts hinzufügen. Wir können die Diagnostic-Settings ändern bzw. die Logs sehen. Na, zum Beispiel Azure Activity. Ist jetzt noch nicht so viel, ne? Läuft noch nicht so lange, aber kann man natürlich tun. Man kann hier oben den Scaling-Plan editieren. Kann ich ein Autoscaling aktivieren letzten Endes, wenn ich jetzt dafür sorgen will, dass mehrere Maschinen dann hochgezogen werden. Also man kann hier noch einiges entsprechend anpassen. Dann haben wir die Möglichkeit, hier wieder über den Einsprungpunkt Azure Virtual Desktop das Ganze nochmal alles an der zentralen Stelle zu sehen. Wir können eben hier alle Hostpools sehen, die wir haben. Wir können alle Application Groups sehen, die wir haben. Wir können die Workspaces sehen, Scaling Plan und natürlich hier entsprechend auch die User. So, um mich jetzt mit dieser AVD-Umgebung zu verbinden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, dass man dort den Client lokal installiert, beziehungsweise wenn er schon installiert ist, verbindet. Dazu gibt es einen sehr guten Dokumentationsartikel, den packe ich euch mal mit in die Videobeschreibung mit rein. Einfacher ist es jetzt für den Moment, hier einfach, ich packe euch auch dazu die URL mit in die Videobeschreibung mit rein, auf die RD-Web. So, und hier melde ich mich jetzt mit meinem On-Prem-Benutzer entsprechend an.
So, vorausgesetzt, der Nutzer konnte sich jetzt erfolgreich authentifizieren, bekommt er hier die Workspaces und die darin enthaltenen Applikationen gezeigt. Hier gibt es ja diese WordPad-Applikationen, die kann ich jetzt von hier aus starten. Kann ich auch sagen, was da an lokalen Ressourcen mitgenutzt werden darf. Das kennen wir im Prinzip früher schon vom Remote Desktop Session Host mit dem entsprechenden RD-Web dort. Und jetzt muss ich mich hier entsprechend nochmal an der Domäne anmelden. Wie gesagt, müssen wir durch zwei Authentifizierungsschritte eben durch. Und wenn das Ganze geklappt hat, sollte mir jetzt hier gleich die entsprechende WordPad-Anwendung gestartet werden. Jetzt darf man ja nicht vergessen, es ist die erste Anmeldung des Nutzers am System, das heißt, es wird ein Profil eingerichtet und es sind B-Serie-Maschinen. Das sind also nicht die schnellsten. Und da habe ich die entsprechende Applikation im Browser auf der Maschine. Das sehen wir auch, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal in Save As-Dialog reingehen. Dann sehen wir das lokale Dateisystem von diesem Windows 11 Client. Ja, der hat ja diese lokale Festplatte. Wir sehen hier zusätzlich noch das D-Drive, was der ja hat. Und natürlich kann ich da jetzt ganz normal einen File-Server mit anbinden über mein Profil zum Beispiel. Oder je nachdem, was man da eben noch so tun möchte. Das kennen wir ja aus dem klassischen Terminal-Server-Geschäft auch schon. Alternativ, wie gesagt, die Möglichkeit, die ganze Desktop-Umgebung bereitzustellen. Ja, momentan sehe ich die ja nicht. Ich kann aber natürlich dem Nutzerkonto einfach drauf die Berechtigung geben. Und dann kann der Nutzer das auch ebenfalls im Browser mitnutzen. Gucken wir mal, wie schnell das jetzt geht. Das kann im Moment dauern, bis die Applikation dann auch wirklich bereitgestellt ist bzw. sichtbar ist. So, was lange währt, wird dann auch irgendwann mal gut. Jetzt ist hier auch die Desktop-Session eben verfügbar. Und wenn wir die jetzt aufrufen, dann kriegen wir eben einen vollwertigen Windows 11 Desktop auf der Maschine bereitgestellt, wenn wir uns hier natürlich nochmal sauber anmelden. Und dann können wir den entsprechend nutzen. Das, was wir jetzt hier momentan im Browser machen, das geht wie gesagt auch nochmal über eine separate Client-Anwendung, beziehungsweise gibt es für Windows 10 und Windows 11 eine fertige Integration ins Betriebssystem. Da muss ich nichts groß installieren, da muss ich nur einmal die URL eintragen und einen Key registrieren. Ich mache euch da wie gesagt nochmal einen Link in die Videobeschreibung rein, wo das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter beschrieben ist. Und ansonsten haben wir eben jetzt hier ganz normal eine Windows 11 Maschine. Was ich noch als letztes kurz zeigen möchte, da springen wir nochmal ins Portal zurück. Hier unter Users kann ich, wenn ich den Nutzernamen kenne, nach Nutzersitzungen suchen oder wenn ich keinen Namen eintrage, sehe ich auch einfach alle Nutzer angezeigt und dann kann ich hier sehen, was der Nutzer aktuell für Sessions offen hat. Sehen wir zum Beispiel, dass ich die eine Sitzung vorhin nicht sauber beendet habe. Das war die erste mit dem WordPad. Ne? Die kann man dann von hier aus auch ausloggen, beziehungsweise wenn er schon noch connected ist, auch disconnecten, aber eingeloggt lassen. Und wir können hier so ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel Individual Assignments. Das heißt, hier kann ich nochmal sehen, was dem Nutzer zugewiesen ist, welche Pools, beziehungsweise wenn es Personal Desktops gibt, kann ich hier auch sehen, welche Maschine dem User zugewiesen worden ist. Ja, das soll es dann auch schon zu Azure Virtual Desktop gewesen sein. Wenn es dazu noch Fragen, Anregungen oder dergleichen gibt, dann packt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Like da. Es
Solltet ihr den Kanal bisher immer noch nicht abonniert haben, dann tut das gerne jetzt noch. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.